Ich bin kurz vor dem Abflug und habe noch so richtig Lust auf was Gesundes. Mache mich also auf die Suche und sehe an dieser schönen Bar einen Obstkorb. Denke mir, genau das ist es, worauf ich jetzt Lust habe. Ich bestelle mir dort ein Stück Birne. Diese Birne wird geliefert, aber wie sie geliefert wird, das hat mich kurz überrascht. Sie kam nämlich geschält, geschnitten und mit einem Lächeln serviert, wie Sie hier sehen. Jetzt könnten Sie sagen, ja Schandl, komm, Birne mit einem Lächeln servieren, was ist an dem neu oder besonders? Es sind diese kleinen Mikromomente, die sich, wenn sie aneinandergereiht werden, tatsächlich den Unterschied ausmachen in unserem Leben, an unseren Tagen. Und zwar für die eine Seite genauso wie für die andere. Für mich als Kunden genauso wie für den Mitarbeiter. Und ich spürte in dem Moment, ich habe keine Ahnung, ob die Kellnerin das so machen muss oder will, aber ich spürte etwas Leistungsglück von ihrer Seite aus. Es ist tatsächlich ein Unterschied, wie etwas serviert wird. Egal ob am Boden oder auch weiter oben in der Luft. Und auch hier wieder frage ich diesen Steward, komm, du bist mir irgendwie aufgefallen, du lächelst die ganze Zeit. Und seine Antwort war, ja, weil es ihm Spaß macht, hier nette Menschen bedienen zu dürfen. Und unser Gesicht zeigt das, ob das ehrlich gemeint ist oder nicht. Ja, diese Mikroausdrücke, die wir aus der Körpersprache kennen. Apropos Körpersprache, eine Kollegin hat einmal gesagt, Achtung, das Gesicht sagt, also sollten wir nicht zu jeder Tageszeit betrachten, so quasi als Spiegel unserer Seele. Es hätte schon einen Grund, warum es morgen grauen heißt. Okay, aber so den Rest des Tages, wie schauen wir drein, wie schauen wir aus, wie kommt das rüber? Und keine Sorge, wir müssen nicht alle zu Dauerlächlern werden, wir sind keine Glücksroboter und wir sind Menschen. Aber trotzdem ist es so wichtig, was wir tun, denn daraus entsteht diese innere Freude oder eben auch nicht. Und dann kommt das wieder zu. Was mache ich wie? Das sind so die zentralen Fragen, die ich auch Ihnen mitgebracht habe, einfach zum Nachdenken darüber. Was tun wir und mit welcher Einstellung? Denn tatsächlich kann man in jedem Job sein Bestes geben oder auch nicht. Die Frage ist, was macht den Unterschied zwischen denen, die ihren Job gerne und gut machen und den anderen, die gestresst sind und Burnout betroffen? Sie haben heute diesen Begriff schon gehört. Und ich denke, da ist ein großer Missstand hier in unserer Gesellschaft. Wir werden alle körperlich gesünder, aber die Zahl der psychischen Erkrankungen nimmt zu. Warum ist das die zweithäufigste Ursache, warum Menschen nicht mehr zur Arbeit gehen? Psychische Erkrankungen. Drittes Beispiel. Ich bin in Amerika angekommen, nehme teil an einem großen Kongress. Die National Speakers Association tagt, so der Dachverband der Redner und 2000 Teilnehmer. Wunderbar, ein großes Hotel und viele von uns stehen in der Früh schon an. Sie ahnen es wahrscheinlich wo. In der Reihe zum Kaffee. Gibt so diesen weltweit größten Kaffeeröster und wir wollten unseren Starbucks-Kaffee haben in der Früh. Bin also einer von vielen in der Reihe und am dritten Tag bin ich dann wieder dran. Kellnerin sieht mich und sagt zu mir, Good morning, Gabriel. Ich kurz erschrocken, weil von wo kennt die meinen Namen? Ich frage sie das natürlich gleich, neugierig wie ich bin. Und sie sagte mir, ja, wir schreiben ja die Namen auf die Becher und du warst ja schon 2 Tage hier und ich habe mir deinen gemerkt. Wieder so eine Kleinigkeit. Aber wieder ein Mikromoment der Wahrheit, indem man sieht, macht jemand das, was er nur machen muss oder was er machen will oder was er machen kann und macht er das gerne. Dieses Good Morning, Gabriel, das war so schön, das hätte ich am liebsten als Klingelton auf meinem Handy, als Wecker in der Früh. Good Morning, Gabriel, das wäre doch... Also ich war in dem Moment so wach, ich hätte fast keinen Kaffee mehr gebraucht. Das war übrigens Daniela. Aus Serbien und sie arbeitet seit 14 Jahren in den USA. Der nette Herr vorhin war Lukas und er servierte hoch über dem Boden einen leckeren Riesling. Diese Menschen haben nicht nur Gesichter, sie haben auch Namen und sie haben eine ganz besondere Einstellung zu ihrem Job. Und es ist noch einmal vollkommen egal, welchen Job wir machen. Die Frage ist, wie gut sind wir darin, wie gern machen wir ihn und spürt der andere das? Und dazu möchte ich anregen, das zu hinterfragen
um nicht ständig in dieser Tretmühle zu sein, in diesem Hamsterrad. Wir stehen auf, treten, kommen wieder zurück und fragen uns am Ende des Tages, am Ende der Woche, am Ende des Jahres, bald haben wir wieder Silvester, war es das? War das alles? Und ich möchte, dass Sie dann eine Antwort haben, wo Sie spüren, nee, da gibt es noch mehr.